Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich hatte versucht, das Menü mit aufzunehmen. Es hat leider nicht geklappt. Es gibt Probleme. Jedes Mal, wenn dann im Spiel ein Video kommt, und hier waren ja zwei Videos am Anfang mit dem Flugzeug und hast du gesehen, nimmt mein Aufnahmeprogramm nicht auf. Ich habe Ton, alles drum und dran, aber ich habe kein Bild mehr, also ein Standbild. Also kann ich euch das Menü jetzt hier so leider nicht zeigen. Da werde ich dann noch ein viertes Video machen zu den ganzen Bonusinhalten, die die Spiele bieten, wie das Menü aussieht und so, weil ich das ja nicht aufnehmen kann oder jetzt nicht aufnehmen konnte für euch oder aufgenommen habe, aber halt dann starte ich ins Spiel und das ist so kacke, dann mache ich lieber ein vernünftiges Video, wo ich euch alle zeige. Hier wieder hat wieder HDR, wie zwei auch. Die Schrift ist ordentlich zu erkennen. Da gehe ich dann in meinem Fazitvideo später nochmal genau ein. Besser als bei dem Metal Gear Solid 1 und Bonus, wo halt kein HDR verfügbar ist. Wir haben auch hier wieder alles, so wie beim Originalen, Englisch, aber mit deutschen Untertiteln, die auch sehr gut zu lesen sind. Ja, nur das erste Metal Gear war ja damals auf Deutsch. Sehr schade, dass sie das nicht fortgesetzt haben. Wir zocken das jetzt einfach mal eine Runde an. Gucken, wie es sich steuert, wie es aussieht und ja. Also ein bisschen verbessert ist es. Sieht ein bisschen fresher aus. Also das hätte ich mir so erhofft von der ersten Version. Die ist wirklich sehr, sehr kantig. Also die haben sie eins zu eins so übernommen. Also da hätte ich mir... Also ich kann es nicht beschreien, aber ich würde sagen, sieht ein bisschen besser aus als die damalige Version. Es ist halt immer noch nicht auf dem Stand von einem neuen Spiel, aber das muss es auch gar nicht. Ist ja auch eine Collection. Mann. Ah, hier ist eine Schlange. Mal weggehen. Wieso steht denn der nie auf? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Gut, Schlange getötet. Jetzt steht er wieder ganz normal mit X auf und so. Also die Steuerung von den alten Spielen ist nicht gut gealtert. Ich habe so Probleme mit der Steuerung, ey. Man hat sich so dran gewöhnt, nicht doch. Wieso geht er denn hier nicht hoch? Ach, jetzt. Nicht direkt ran, kurz davor und dann. Ach, hier ist er. Retrieved your backpack, Snake. To
equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a... Ich find's so schade, dass ihr das nicht... Beim ersten Spiel ist Deutsch bei PS1 und dann halt haben sie das immer weggelassen. Das ist so kacke. So, machen wir mal. Ach, machen wir weg. Das dauert hier nur so lange. Die Quatschsequenzen in Metal Gear in den alten Teilen sind ewig. Wie bei vielen japanischen Spielen. Viel Gequatsche. Wie gesagt, ich habe tierische Probleme mit der Steuerung. Auch man ist es gewöhnt, auch, dass man mit einem R3-Stick hier irgendwie die Kamera drehen kann. Nix! Nix! Man hat diese bescheuerte Sicht. Und damals war das halt cool, ja? Und dann muss man halt nur mit einem linken Analogstick. Man kann die Kamera nicht so minimal, seht ihr das? Mehr geht nicht. Mehr ist nicht. Also nicht um den Charakter rum oder irgendwie. Um ein bisschen zu justieren. Nein! Und hier anvisieren. Lebt immer noch das Viech. Ja. Scheiße. Jetzt haben wir ein Krokodil getötet. Noch ein Krokodil. Oh, hier ist, oh scheiße, hier ist noch eins. Wir können auch beim während wir hier. Wir können halt so machen. Aber wenn wir halt genauer hingucken wollen. Mist. Hier. Wir können halt nicht. Uns dabei nicht bewegen. Also wie man heutzutage gewöhnt ist, dass man ranvisiert. Also hier ist jetzt L1, ja, also nicht mehr L2. Weil das ist ja für die Steuerung oder L1. Nein! R1! R1! Und Aktion ist ditte. Viereck ist auch zum Schießen. Nicht mal R2 oder so. Da hätte ich wirklich gehofft, dass er nicht nur die Grafik, also ein bisschen angepasst ist, ja, aber dass er halt auch sagen, Mensch, ihr habt die Möglichkeit, das Spiel im historischen Rahmen zu spielen, ein bisschen aufgehübscht oder gar nicht aufgehübscht, und ihr habt die Möglichkeit, extrem aufgehübscht, damit es mehr so in die Neuzeit passt, und vor allen Dingen eine modernere Steuerung, dass man die Steuerung angepasst hat. Dass man halt auch mit Kamera rumschleichen kann oder mit L1 wenigstens anvisieren und dass man laufen kann, während man anvisiert hat. Klappt ja nicht hier, pass auf. Da. Kein Anvisier mit L. Muss ich Viereck gedrückt halten, da? Viereck, da hält er die Hand und dann schießt er auch gleich. Ja, ist nicht so, dass man hier irgendwie anvisieren kann, so mit, das ist R1, ja. Aber wenn ich jetzt doch nicht schießen will und loslasse, dann schießt der automatisch. Was für ein Scheiß. Und damals war die Steuerung halt cool.
Aber die Steuerung ist echt schlecht gealtert. Oh, guck mal, da ist auch noch eine Schlange wieder. Darf ich das behalten? Aha. Na, da flimmert es im Hintergrund. Also da hätte ich echt... Muss ich sagen, es war gut für die Fans und so, dass es halt eigentlich auf den neuen Konsolen das gibt. Ich habe es ja schon für PS3 so eine Collection mir damals geholt gehabt. Habe es dann aber abgebrochen mit Spielen, weil ich mit der Steuerung überhaupt nicht mehr klar kam und mir nicht mehr gefallen hat und man konnte halt nicht so viel anpassen. Gut, man kann jetzt in der PS5, kann man ja sagen, wie man die Tasten haben will. Weil dann ist alles verstellt. So, nochmal schnell vorauf. Gucken, ob da noch irgendwo was ist. Vielleicht ein Hase oder so. Den haben wir noch nicht gejagt. Oh, das war jetzt schnell, war gut. Wollte mich eigentlich ducken. Ja, der läuft nicht mal geduckt. Ich bin der Meinung, der ist damals auch geduckt gelaufen. Man konnte ducken und dann hier jetzt. Und geduckt laufen. Aber der kriecht nur. Okay, Pilze haben wir auch. Nochmal drücken. Und nochmal drücken. Aus der Hocke aufstehen ist auch nicht. Dann legt er sich gleich wieder hin. Aber wir können doch damals nicht so Kackspiele gehabt haben. Also so Kacksteuerung bei allen Spielen gehabt haben. Das ist doch nicht mehr möglich, oder? Du kannst nicht mal mit der Waffe vernünftig visieren.
So eine Rotsteuerung hatten wir damals. Genau, voll, ganz toll. Hat man nicht eigentlich auch eine Karte irgendwo? Tarnung, Bemalung. Sowjet. Deutsch. Ach, da haben wir die Raiden-Maske. Grün, braun. Wald. Hat mich denn damals auch gleich alles von Anfang an? Nee, oder? Kam das nicht alles erst später? Das ist jetzt alles minus. Rucksack. Ich kann mich ja nicht mehr dran erinnern, ey. Dann noch leere Ports. Achso, ist für Tiere, nicht zum Käfig. Okay. Optionen. Kameramodus 3D. Oh Gott, das ist das. So, Karte. Wir müssen dann nach oben. War hier noch irgendwas? Irgendwelche Früchte am Baum? Nö. Oh. Da kann ich nicht abbrechen, also muss ich halt so. Könnte man die nicht eigentlich auch irgendwie hochnehmen? Ah. Oh. Ich bin tot. Das war halt zu weit. Am Rand.
Muss man die Waffe wegstecken, um den aufzuheben? Es glaubt halt nicht. Ach, wieder losgelassen. Moment, klingelt's. Meine Temo-Bestellung ist gekommen. Ich habe da noch was getestet. Mal gucken, ob es so wie ein HDMI-Video wird, wo ich nicht wirklich empfehlen kann. Oder vielleicht ist ja diesmal was Gutes. Dann kommt Amazon, kommt dann natürlich einzeln auch noch. Oh. Ach, Dreieck war aufstehen. Ja, für jeder normale Mensch, normale Steuerung ist X. Wo ist denn jetzt mein Schalldämpfer hin? Ach, den habe ich auch gebraucht, oder was? Also Nostalgie kommt schon oft bei mir, aber die Steuerung, ey, ich bin so die neueren Spiele gewöhnt. Oh.
objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. Die Stimmen sind schon cool. No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Ist da einer? Da sind mehrere. Ach, scheiße. Gott, ey. Ah, die Pendo, also habe ich sie doch nicht erschossen, aber ich habe keinen Schalldämpfer mehr. Ah, schnell weg. Boah, ich habe die Steuerung echt nicht mehr so schlecht in Erinnerung. Ich hatte eigentlich immer positive Erinnerungen mit meinen Metal-Erfahrungen damals. Aber die Steuerung ist über die Jahre echt schlecht gealtert. Über die Jahre ist es halt alles innovativer geworden. Instinktiver. Es haben sich andere Standards durchgesetzt. Genau wie mit Viereck hier. X ist eigentlich die Aktionstaste. Hier macht er aber irgendwie Rolle und so ein Scheiß. Ganz kuriose Sachen. Ja, stimmt, wir müssen ja irgendwen suchen. Wieso macht denn der nichts? Achso, hier kann ich gar nicht durch. Sah so aus, dass ich da durch kann.
Aber die Steuerung ist echt schrecklich gealtert über die Jahre. Jetzt kommen wir dahin. Ich hoffe, das geht noch nicht, dass es wieder hier im Video kommt, dass es sich aufhängt. Ich mach mal lieber Video weg. Ich muss es leider abbrechen. Weil ich keinen Bock habe, dass die Aufnahme hier dann wieder hängt. Aber ihr habt eine Trophäe. Problem gelöst. Also es war zu schnell gelöst. Aber cool. Beim Original warst du auch tot, wenn war doch vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das denn weiter? Ich kann ja nicht, ich musste ja leider abbrechen. Oh. Ich Schiss habe, dass es hier wieder abkackt. Ach, die waren, die konnten wir nicht aufmachen. Okay, gibt nicht mal eine Taste, um direkt die Karte zu aktivieren. Heutzutage gibt es Knöpfe extra für die Karte. Wenn ich so ältere Spiele spiele, mit der alten Steuerung, dann bin ich schon froh, dass die Steuerung sich so weiterentwickelt hat, wie sie jetzt ist. Und sich vernünftig steuern lässt. Na, da ist er. Ich hoffe, das klappt nicht, dass ich wieder abkackt.
Oh, das muss man sehen. Ja, da ist er. Nee, war eine Sie, oder? Ich wüsste gar nicht. Ja. Hm. The Boss. Aber die Schrift sieht auch ein bisschen komisch aus. Achso, das war jetzt. Dann später, wenn wir The Boss. Ich will nicht so viel spoilern. Für die, die es halt noch nicht gespielt haben. Ach ja, stimmt. Was haben wir hier? Schlimme Wunden, Schnittwunde, blutig, kein Verband. Noch nicht infiziert, ja. Na, machen wir mal Verband drauf. Achso, hätten wir ja das zuerst mal sein, oder was? Nee. Schlimme Schnittwunden, Blut und kein Verband. Ja, dann müssen wir erstmal und dann Verband drauf. Schlimme Schnittwunden. Knochenbruch, kein Verband. Da brauchen wir das hier. Knochenbruch, kein Verband angelegt. Knochenbruch, betroffener Bereich mit Schiene geschient, kein Verband angelegt. Schlimme Schnittwunden, blutig, noch nicht desinfiziert. Ach so. Müssen wir erst desinfizieren. Dann heilen. Und dann Verband. Also hat er schon. Schlimme Schnittwunden.
desinfiziert, habe ich vergessen. Ich traue mich nicht, die Videos hier laufen zu lassen. Er blockiert nämlich schon wieder hier halbwegs. Speichern. Und hatte ich noch nie. Ich habe gestern auch noch, nachdem ich das bei Teil 2 hatte, auch nochmal COD aufgenommen. 4K HDR. Da war nichts. Videos alles gekommen, kein Problem. Es ist nur hier bei Metal Gear Solid. Oh, schnell weg. So. Aber wir sind bei 44 Minuten, da würde ich sagen, das reicht dann auch. Also es sieht gut aus in 4K HDR. Es ist jetzt natürlich keine Grafikbombe, so wie neuere Spiele. Ganz logisch. Ganz, ganz logisch. Aber es sieht gut aus. Und mein persönliches Empfinden, ich kann mich da auch irren, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ich finde, es sieht ein bisschen besser aus als damals. Damals hatten wir auch noch ein kleineres Bild und so. Ich finde es schade, dass Metal Gear Solid 1 und der Bonusinhalt kein 4K HDR Update gesponsert bekommen haben, damit das und ein besseres KI Rendering, irgendwie KI, das mit KI drüber gehen, irgendwie, das ist immer noch sehr eckig und kantig. Da finde ich Teil 2 und Teil 3 in der Collection besser gelungen. Viel, viel besser. Obwohl die Steuerung immer noch für den Arsch ist, also die war damals okay, weil wir nicht anders kannten, aber mit heutigem Standard ist das echt. Und da finde ich immer noch schade, damit sie die Steuerung nicht eine Option haben, dass man die Steuerung anpassen kann auf den neuen Stil. So wie wir jetzt gewöhnt sind. Das finde ich schade. Ich hoffe aber noch, dass vielleicht, hier kommen ja noch Updates und so, dass sie vielleicht die Kritik von den Leuten zu Herzen nehmen und sich da ein Beispiel dran nehmen und sagen, ist okay, gut, wir haben es verstanden, wir haben es erkannt. Wir werden das ändern. Wir werden Steuerung Typ 1 und Typ 2 machen. Typ 1 ist dann halt so wie damals. Typ 2 ist an die heutige Zeit angelehnt, dass man auch visieren und laufen kann. Ja? Oder ihr hockt laufen kann. Ja, sowas in der Art, aber na gut, kann ja nichts machen, was vorher nicht gab, aber wenigstens, dass man halt, wenn man visiert und mit der Waffe, muss man ja viel gedrückt halten, dass man mit der Waffe visieren kann, ohne gleich abzudrücken. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es echt damals so, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es schlecht gealtert. Aber für alle, die der alten Teile nicht gespielt haben, haben wir jetzt wenigstens die Möglichkeit, die alten Teile mal zu spielen. Es kackt so nicht ab bei Videos oder so, nicht falsch verstehen. Nur mein Aufnahmeprogramm, wenn das Video kommt, hängt dann auch, also es läuft noch weiter. Also, aber wenn das Video kommt, springt der halt nicht mehr, erkennt er nicht mehr, dass das jetzt ein anderes Bild ist. Bleibt dann mitten im Video hängen. Ton geht weiter, alles drum und dran. Ich habe das ein paar Mal versucht. 6, 7, 8 Mal versucht. Es bleibt immer wieder hängen, wenn ein Video kommt. Nicht bei jedem Video, aber bei... Und da kann ich ja nicht hell sehen. Ich weiß ja nicht, bei welchem Video das hängen bleibt. Deswegen habe ich die alle weggemacht. Größtenteils.
weil es geht einfach dann nicht weiter. Der Ton wird weiter aufgenommen, ist alles ganz normal, bloß Stundbild. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe, wie gesagt, COD auch gestern nochmal aufgenommen, in 4K HDR, habe auch Fortnite nochmal ein bisschen aufgenommen. Da überhaupt kein Problem. Nur hier, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es jetzt eine Collection ist, wegen des Hochrendern, ob der das dann irgendwie nicht erkennt, dass es dann jetzt weitergeht oder dass da irgendwie bei den Übermittlungen zur Capture-Karte irgendwelche Probleme sind oder so. Das kann ich euch echt nicht verraten. Ich weiß es nicht. Naja, okay, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde nochmal ein viertes Video machen, wo wir uns die Menüs alle nochmal angucken und dann nochmal ein bisschen drüber quatschen können. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.